Und damit grüße ich zum heutigen Splatfest, zum neuesten Splatfest momentan. Ja, zum Thema, was würdet ihr euch am ehesten kaufen? Also, was würdet ihr euch am ehesten mieten? Einen Palast, einen Vergnügungspark oder den Strand? Und ja, wir kämpfen für Team Strand, weil so ein Bonze, dass man einen Palast braucht, brauche ich nicht. Reicht mir eine Einzimmerwohnung. Und ja, ich gehe sowieso so gut wie nie an den Strand. Weil ich enjoy den nicht so wirklich. Mit dem Vergnügungspark kann man wenigstens Spaß haben. Deswegen Team Vergnügungspark. Ja, heute gucken wir natürlich wieder den ein oder anderen Victory nach Hause holen für unser Team. An den Tritons vor Ohren Phasen beteilige ich mich mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Den Punkt hat ja Team Palast momentan schon in der Tasche. Wir versuchen natürlich am ehesten einfach nur heute Spaß zu haben, den Abend zu genießen. Ich spiele zumindest für den Spaß. Meine Mitstreiter verstehen das meistens nicht so. Im Übrigen, ich finde es auch schön, dass jetzt hier mittlerweile wirklich zu jedem Splatfest gefühlt immer eine andere Mucke im Hintergrund läuft, sowohl in der Lobby als auch im Außenbereich. Das ist zumindest ein schönes kleines Gimmick, dass sie sich da jetzt ein bisschen mehr Mühe geben. Oh, hier ist die Musik auch ein bisschen anders. Immer gilt für YouTube übrigens, weil bei YouTube kommt das ja geschnitten hoch, dass ich die ersten Runden der Abende drin lasse, da bist du ja endlich. Und auch die Winner-Runden nur. Ich habe dich ein paar Mal angeschrieben. Ja, weil ich duschen war und weiß, 19 Uhr ist eine beschissene Zeit. Das solltest du inzwischen. Für dich ist es eine beschissene Zeit, für mich ist es eine richtig gute Zeit. Ja. Das trennt sich halt unsere Wege. Tut mir leid, dass ich einen gesunden Schlafrhythmus haben will. Tut mir leid, dass ich auch einen gesunden Schlafrhythmus haben möchte. Mein Aim ist wieder on point. Ach, Feuerkracher jetzt schon am ersten Tag. Okay, die erste Runde dominieren wir, auch wenn ich nicht abliefere. Aua. Also die erste Runde sieht eigentlich richtig, richtig gut aus für uns. Komm doch nicht zu dir hin, wenn du da mit einer Sniper stehst, das kannst du vollkommen vergessen. Läuft, ne? Mal so als kleine Anmerkung, bevor sich irgendwer über meinen Skill mal beschweren sollte.
Ich weiß, ihr tut es selten, aber nur für den Fall. Ich spiele Splatoon nur zu Splatfesten mittlerweile. Also, ich spiele das Spiel nicht offscreen, so wirklich. Vielleicht lasse ich eine Loose-Runde mal drin, damit ihr auch die Loose-Musik einmal hört, die es zu diesem Splatfest gibt. Ja, jedenfalls kannst du jetzt beitreten. Ach, der hat sich stumm gestellt, beziehungsweise taub. Ja. Ja. Ey, guck mal, da sind die Bonzen, die den Palast haben wollen. Ich schmeiße aus dem Palast anschließend raus. Oder was meinst du? Ich habe kein Interesse an einem Palast an sich. Ja, da ist wohl wieder mal komplett unser Job, ne? Ist ja nichts Neues, ne? Nö. Richtig. Da kommen Bluffies. Sollen die doch, die machen eh nichts. Sind die eh noch am Färben, ne? Exakt. Machen da keinen Unterschied. Ich nutze aber mal eben kurz meinen Tütendüser. Ich hab einen Freund mal entfernt. Was hast du denn für eine Waffe? Ich hab die, das neueste Spartana. Aber nicht die mit dem Kugelschild, sondern die mit dem Tintendüser. Die Schilde, die hebe ich mir ja immer für den zweiten Tag auf. Ja. Ist da jemand bei uns mit dem Pinsel durchgekommen? Keine Ahnung, ich habe die Karte nicht so sehr im Blick. Jetzt werde ich sie im Blick haben. Nein, würde ich nicht sagen. Dass einer mit dem Pinsel durchgerauscht ist. Also das würde ich verneinen. Und einer ist bei uns. Jetzt würde ich sagen, einer ist durchgerauscht. Eliminiert. Hä? Bei uns ist übrigens einer rausgegangen, ne? Aber ich glaube, du hörst mir gar nicht zu, ne? Ich krieg da, ich kann nicht auf alles achten, Dark. Es hat da nichts mit Zuhören zu tun, es hat damit zu tun, dass ich nicht unbedingt auf alles achten kann. Wenn du das anmerkst, dann tut's mir leid, ich krieg das nicht immer alles mit. Genauso wie ich nicht immer alles aus dem Chat mitbekomme. Das will ich aber auch immer gern an. Wenn ich das und das von dir nicht mitbekomme. Oh, richtig. Ja. Okay. Ich habe ihn mitgenommen. Ich hab zwei gekillt. Obwohl wir zu dritt sind, gewinnen wir die Runde tatsächlich gerade. Ja. Hätte ich selber nicht gedacht. So. So eine schöne Einstiegsrunde. Wie gesagt, ich kann's. Ich kriege halt auch nicht immer alles mit. Ja, es kann sein, dass du das nebenbei erwähnst, aber ich konzentriere mich halt auch auf andere Dinge, ne? Unter anderem Chat. Makrelenbrücke kommt mir gerade nicht bekannt vor. Sobald ich jetzt die richtige Map sehe, kommt sie mir wahrscheinlich bekannt vor. Ach, das ist die Kack-Map. Ui, ist die neu? Kommt mir gerade zumindest nicht bekannt vor auf den ersten.
Läuft doch bisher. Aua. Ach, durch den Kaktittenschauer. Die Map, die mag ich so absolut nicht. Läuft. Können sie haben bei sich da oben richtig geschlampt. Die hätten da oben das färben sollen, dann hätten sie tatsächlich gewonnen. Moin, Klein Shining. Schön, dass du wieder da bist. Die Runde kann ich nicht mehr abbrechen. Jetzt hat genau jetzt angefangen. Schwein. Ist doch nicht schlimm. Und es ist ein Mazin-Kampf. Okay, das ist doch schlimm. Aber da du die E verlieren wirst. Lass dich gleich deine eigenen Worte schlucken. Ach, das ist ja Shinings Lieblingskarte. Nur in anderer Version. Da oben ist nämlich offen. Auch wenn das sehr wenig an der Gesamtsituation ändert. Dass diese Map einfach nur scheußlich ist. Fette cool. Ich mag die absolut nicht, da kommt doch schon der erste, den ich instant erstmal ausgeschaltet habe. Jetzt sind meine Schüsse sogar reingesprungen. Ja, ich hab gesehen. Der hat ja nicht mal versucht auszuweichen. Wollte er einfach nur trollen oder was war sein Plan? Geh ich von aus. Du bist nicht der Einzige, der ausweichen kann. Oh, die Bombe hat mich nicht erwischt. Ah, wie war das? Ich werde die Runde verlieren. Der wurde wohl zu voll genommen, oder? Hätte ich gesagt, ich lasse dich deine eigenen Worte schlucken. Aber ich kann auch ein bisschen Glück haben. Ich bin jetzt erst zum ersten Mal gestorben in dieser Runde.
sag ich ja. Ein bisschen Glück haben. Wie genau ihr das gefärbt habt, ey. Da können die nicht mehr gewinnen. Nicht in der kurzen Zeit. So, wie war das? Ich werde diese Runde verlieren, Dark. Wie war das? Ich konnte dich nicht ganz hören. Ja. Bisschen reingelackt. Oh, ich will ja Sound hören. Deswegen... Ich muss aber sagen, zum Base-Färben ist meine Waffe jetzt nicht so sehr geeignet, weil die jetzt nicht so stark im Färben ist. Aber ich mag den Löschdoppler an sich. Also mit dem kann ich halt nur in geraden Linien so wirklich färben. Ja, meine ist okay zum Färben, wie gesagt. Da kommt Mama hoch. Habt ihr unter Kontrolle. Ich weiß, dass das Ding Stempel heißt, ich sag trotzdem Hammer. Ich wollte einfach nur weg, weil ich den Hammer und den Krabbenpanzer gesehen habe. Mann, ey! Und wie weit konnte der Regen bitte schweben, ey? Der Regen hat eine immense Reichweite. Alter, ich schwimme hier im Wasser, ey. Als ein Tinte. Ganz doof gamed. Ist schon wieder ein Stempel übrigens unterwegs. Ja, aber du kommst halt nicht mehr weg unten, wenn du da einmal bist. Das ist so einer der Gründe, warum ich die Map nicht mag. Wenn du unten in der Mitte bist, dann bist du eigentlich so ziemlich gearscht. Ex, würde ich mal sagen, gerade eben. Das sind übrigens zwei mit einem Pentapumper, ne? Oder? Ja, sehe ich das falsch. Zumindest hat es gerade so angefühlt. Ich sag mal, ich sehe gefühlt alle 10 Sekunden diesen scheiß Hammer. Nee, nicht den Hammer, den anderen. Niemals aufgeben, heißt das Motto. Ja, man kann innerhalb von ein paar Sekunden echt viel reißen in dem Spiel. Also klar, wenn in den letzten 10 Sekunden die in deiner Base stehen, dann schon eher weniger. Aber wenn es noch bei Mitte ist, dann kann man noch reißen. Mach ich mir doch endlich die Flosse. Nö, ich zeig dir den Mittelfinger. Ich habe keinen Schimmelpilz an meiner Hand, glaub mir. Muss ja kein Schimmelpilz sein. Kannst mich auch anstecken. Womit? In der Grippe, weiß ich doch nicht.
Weißt du, ich spiele das Spiel so gut wie nie. Halt nur zu Splatfesten, aber ich kenne trotzdem die Waffen alle auswendig. Ja, das kenne ich auch. Na gut, ich habe ein alphabetisches Gedächtnis, ne? Bei mir ist es schwer ein bisschen mit dem Vergessen. Ja? Oh, dann kannst du froh sein. Ich gehe hier oben hin. Kannst ja schnell etwas vergessen. Ach, du auch. Dann gehe ich halt nach. Entscheid dich! Ja, entscheid du dich doch. Es ist schwer. Wer hat der sich denn da unten hingeschlichen? Hey, von wo? Den habe ich gar nicht gesehen. Einfach so ein Luftangriff, der Typ. Get aim. Klickser. Komm so ein bisschen Tinte hält dich wieder auf. Ich hasse das. Du kleiner Tropf, so ein kleiner Tropfen Tinte fällt einen auf. Da stand ich nicht, wo er hingeschossen hat. Ja, genau, klar, ja. Ich habe mich echt gefühlt bei Leuten, die diese Doppelwaffen nutzen, die Auto-Aim haben, wenn die Spur wechseln. Den Eindruck kriege ich echt häufig bei solchen Leuten. Nee, wie gesagt, die spielen gefühlt nichts anderes. Ja, also dieses... Weil, nein, hat man nicht. Sonst würde ich ja auch wesentlich besser treffen. Ich hab noch den Fernus in deren Basis reingeworfen. Ja, vielleicht haben wir das sogar noch gewonnen. Ja, ist gut möglich. Jawohl. Und mein letztes Inferno habe ich echt beschissen geworfen. Das ist ganz rechts. Hätte ich echt nicht schlechter werfen können. Jetzt streichst du die Pfote sogar in die andere Richtung. Aber gut, wenn man für 2 Monate nicht mehr spielt. Ja, wie gesagt, Splatoon halt recht selten, ne? Also ich spiele es halt auch nur zu Splatfesten. Anders habe ich halt überhaupt keine Lust auf das Spiel. Nee, weil es ja auch gar nichts bringt. Also ich habe auch gehört, dass wenn Splatoon 4 rauskommt, das soll wohl, dann lohnt es sich sowieso nicht. Meine DLC, der hat schon Spaß gemacht, muss es nicht. DLC von Splatoon, der hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wenn sich schon einer bereit erklärt, da oben zu färben, dann soll er es wenigstens anständig machen. Ach so, meinst den anderen, der da links ist? Der da links erst gewesen ist und dann sich einfach wieder verpisst hat.
Ich hasse diese Leute, ey. Hä? Jetzt nutze ich wirklich einen Platscher und dann haben die Leute trotzdem noch mehr Reichweite. Weil ich dann wieder gegen den scheiß Blattling kämpfen muss. Ne, das ist einfach eine Schiebung. Gefühlt ist das Absprechen. Ja, geh gleich mal den Typ an, der hat eine. Der hat einen Platscher. Was hat der jetzt wieder für eine Waffe? Die kann er mich erreichen. Ja, eine Endsub. Ja, man sieht oben rechts die Waffen übrigens. Ja, ich habe einen Endsub gerade angegriffen, aus der gleichen Reichweite, wie ich gerade bin. Sehr lustig, ne? Stand halt nah genug für ihn dran. Nein. War ich nicht. Ja, scheinbar war doch. Nein. War ein Hex. Ach, das waren drei Spieler. Zwei Spieler, meinte ich. Einen Schuss hätte ich noch gebraucht. Einer. Natürlich überlebt der Punkt, wie der Typ wieder. Ah, das ist doch. Einfach nur noch nervig, hä? Aua. Ach, Mann. Oh, ja. Okay. Ich hab gerne nur eine Sepitox-Bombe. Ich gar nicht, was du hast. Stehen sogar in deren Basis. Der bei unserer. Das macht sich besser. Aber egal. Gesiegt. Reich mir die Pfote. Los! Nein! Ja, können wir noch nach der Runde, wenn die Runde nicht gut läuft, dann machen wir Kartenspiel. Einverstanden? Nein, ich spiele die Revier-Dex? Scheiße. Warum magst du den Revier-Dex nicht? Ich hab keinen Bock darauf mehr. Warum denn nicht? Weil ich darauf keine Lust habe. Das ist eine. Das Ruf ist recht da. Das ist ein Grund. Duck, don't stop believing. Ich hab damit aufgehört zu beleben. Nächster. Da. Das ist einer in unserer Basis übrigens. Ja, wenn ihr die durchschleppt, halt nicht so. Nein, du stirbst doch sowieso so auch da. Da kannst du ihn doch wohl töten. Das ist nicht so leicht. Ah, der Typ. Wo kommt der Typ denn jetzt schon wieder her? Ich dachte doch die ganze Zeit, dass da einer in unserer Basis hockt. Nicht der! Ich bin doch nicht tot. Der kam gefühlt gerade aus dem Boden mal wieder. Ja, ich häng die Runde offenbar in der Basis ab. Ich stehe auf den T-Turm und auf einmal kommt da einer aus dem Boden, ey. Ja, okay, ich töte den Typ. So, jetzt habe ich ihn getötet. Ja, der hat alles, was ich gefärbt habe, wieder eingefärbt. In seiner hässlichen Farbe. Aber da kam mit noch einer oben. Ja, da kam mit noch einer. Darf ich da mal verschwinden, ey? Ja, ich darf erstmal den ganzen Rotz wegmachen.
Nein. Das ist derselbe Typ. Ja, das ist derselbe Typ, den ich die ganze Zeit meine. Ich habe deinen anderen, glaube ich, wohl getötet mit dem Roller. Den habe ich die ganze Zeit gemeint. So, jetzt habe ich den Typ. Okay, der Typ hat. Gut. Und da ist einer auf dem Strich. Weiß gar nicht, was du hast. Guck, haben doch gewonnen. Spiel ist anstrengend. Pfote her! Pfote her und Fiesbump! Also ich weiß nicht, was der normale Dünerrolle für eine Ult drauf hatte, sorry. Könnte Highhammer gewesen sein. So, die Drinks. Die Drinks, die sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Bist du auf dem Podest? Ja. Ich kann mir schon die ganze Zeit immer hier oben. Ich wollte trotzdem nur wissen. Wenn er sein, dass du sagst, nö, ich habe ein anderes Leben vor mir, ich möchte. Hätte Goofy oben gestartet, hätte ich gesagt, ich habe ein anderes Leben vor mir. Ich wollte nicht nach unten, ich hab hier schon. Tag, Alice ist gut. Er hat einfach den Ausweicher angemacht. Ich bin gesprungen. Weil ich hab den anderen zumindest mitgenommen. Das ist. Alice ist gut. Das ist wieder so eine Partie, die sich wieder ganz schnell ändern kann. Ich spüre es auch schon wieder. Was ist das für ein Terner? Nee, das war ein Carbon-Roller. Guck mal, da läuft doch. Ja. Wie oft wir schon leiden mussten und die sind alle in der Mitte gerade. Ja, welcher Pisser, der stellt sich denn vor meinen Schuss, ey. Ja, hör auf, verpiss dich doch mal. Die stehen nicht alle in der Mitte, ich töte gerade zwei die ganze Zeit. Ja, zwei von vier. Gerade standen alle dort und ich war alleine. Nein. Also, wir sind gerade zu dritt zurückgegangen. Außer du. Du kannst natürlich machen, einer kann ruhig vorne bleiben. Das ist keine Kritik an dich, aber... Widerlege nur dein Argument. Da standen gerade vier Leute gleichzeitig vor mir. Ich habe ein paar OD als Beweis. Ja, das, dann war das vielleicht später, wie die wieder alle gespawnt sind. Aber da, wo ich gesagt habe, die sind bei uns, zwei zumindest, dann waren sie da. Ich hab sie auch gesehen. Grof wird mir wahrscheinlich nicht die Foto reichen.
möchte so viel Abstand wie möglich von dir. Hallo? So, dann drücke ich mal auf Beenden. Und bevor wir hier irgendwie noch Feierabend machen oder die Verabschiedung etc., ich gehe einmal zu Deko und Co. und hole da alles ab und da will ich einmal vor die Tür gehen und da zeigen, nicht nur bei dem Splatfest kämpfen, also für die YouTube-Zuschauer, sondern auch hier bei der Lobby draußen haben sie extra eine neue Musik hinzugefügt. Und da will ich den hier zeigen. Das Perser Neo habe ich für meine Revierdeckkämpfe freigeschädelt. Man hört die neue Musik raus. Oh, ich finde auch die Bodeneffekte mit diesen Blubberblasen, die nach oben gehen, sind so ganz schön. Noch mehr neue Waffen. Meinst du das? Für die habe ich. Ist wirklich eine neue Saison angekommen und ich habe es nicht gemerkt oder was ist? Schon wieder neue Waffen, glaube ich, oder? Nee. Sonst könnte ich hier was neu kaufen. Nee, habe ich das wohl noch nicht gekauft. Eine Camperkappe kaufen. Hätte der eine aus dem Gegnerteam gerade eben tragen müssen. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich kauf mal eben kurz auf, was hier, nicht hier kaufbar ist. Wenn ich demnächst auf der Insel bin, habe ich ja Zeit zu bis wir tun. Ja, du wirst ja zu Bonzen, der eine eigene Insel für sich hat. Ja. Na gut. Genießen wir gerade die Musik, die hier draußen herrscht. Qualle da dehnt ja zum Beispiel auch richtig stark ab. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. YouTube, euch sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Euch sage ich hier schon mal an der Stelle bis gleich, ne? Jo, ne? Moin und herzlich willkommen zurück zum derzeitigen Splatfest. Ja, gestern lief einigermaßen, also ich würde jetzt nicht sagen, es lief sonderlich gut, ich würde aber auch nicht sagen, es lief schlecht. Es hätte zumindest besser laufen können. Aber am Ende des Tages sehe ich dann nach Muslim eh den Schnitt und dann denke ich mir, ja, lol, haben wir doch mehr gewonnen, als wir dachten. Deswegen sage ich mir dazu nicht so extrem viel. Ich schnapp mir nur den Controller. Und ja, heute geht es an die drei Farbkämpfe. Immer noch hier Palast versus Vergnügungspark versus Strand. Zwischenergebnis hat YouTube gerade eben schon gesehen. Momentan liegen wir tatsächlich vorne. Aber wir sollten uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Am Ende des Tages, wenn man das Endergebnis sieht, sieht man ja sowieso, dass sich das nochmal um 180 Grad wenden kann. Deswegen sollte man bei dem Spiel nicht zu voreilig denken. Weil allein die drei Farbkämpfe machen ja schon mindestens 30% von der Gesamtwertung aus. Und keine Ahnung, ob wir irgendwo den zweiten überhaupt mal belegt haben. Beispielsweise bei den Triton-Zörnern. Wo ich mir weniger vorstellen kann, dass irgendwer sich einen Strand so extrem reservieren würde. Also, dass das viele machen würden. Naja, jedenfalls, Waffe habe ich schon gewechselt für heute. Also, ich werde erstmal mit einem Tintenwerfer spielen und dann werde ich eventuell auf den Minz-Profilator wechseln wegen den Kugelschilden. Das sind meine einzigen Waffen,
die halt noch den Kugelschild zur Verfügung haben, abgesehen vom Sepiator, den ich überhaupt nicht mag. Und ja, ich kann gucken, wie viele von meinen Kollegen on sind. Es ist nur einer on. Und ich weiß nicht mal, ob der in meinem Team ist. Also ich kann gucken. Weil hier hinten steht die eine Flitzpipi, ja. Der ist auch in meinem Team. Aber keine Ahnung, ob der überhaupt im Chat ist. Kann ich ja jetzt nicht wissen. Zur Not können wir die erste Runde safe einfach mal erstmal solo spielen. Ich weiß, dass ein Dark beispielsweise erst in einer Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr kommt. Ich setze mich einfach provisorisch schon mal in den Call. Erste Runde kriegt ihr ja immer. Dann bin ich mal gespannt, wie gut wir heute... Ach, ich habe eine normale Runde genommen. Ups, und dann kriegt YouTube heute die zwei ersten Runden safe. Ich hatte nämlich eigentlich vor drei Farb zuerst zu wählen. Ich habe das Falsche zuerst ausgewählt. Ups. Ist ja nicht weiter schlimm, ne? Wir haben ja zwei Stunden heute vor uns. Ist ja alles tutti frutti. Ich dachte, ich hätte Dreifarb ausgewählt. Das war mein Fehler. Ich habe mich auch gewundert, dass es so schnell ging. Nix da. Aua. Mann, wenn man hier nicht alles selber macht, ist hier alles kacke gefärbt. Wie? Ich habe nur einen einzigen Hit kassiert. Der war nicht an mir dran. Also wäre er an mir dran gewesen, dann ja, dann hätte es mich one-hitten können, aber der stand nicht in meiner Nähe und ich habe vorher keinen Hit kassiert. Ja, die Runde sieht nicht so gut aus. Ist aber auch eine Kack-Map. Ich wollte gerade den Ausweichmove machen. Nee, da porte ich mich ganz bestimmt nicht hin. Der Stempel ist so mega kacke. Wenn der auf dich zugerast kommt, du kannst nichts dagegen machen. Die Runde verlieren wir, dann kriegt YouTube gleich wenigstens die Loose-Musik mal zu hören. Bei der ich immer noch seit gestern der Meinung bin, dass sie sich so anhört wie die Abendmusik bei Animal Crossing. So, Leute, ihr von YouTube, ihr kriegt diese Runde hier safe, weil es die erste Dreifarbrunde ist. Ich habe mich gerade eben ja vertan mit den Runden. Warum ist es auch diese Map? Die ist nur ein bisschen anders gestaltet. Und wir gehören zu den Angreifern. Das ist nicht so gut gerade.
Bei Angreifern will ich eigentlich jemanden haben, mit dem ich mich auch unterhalte. Natürlich ist mein Mate einfach durchgerusht. Als alles andere. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich eine höhere Reichweite, aber ich konnte ihn wegen dem Dach nicht wirklich treffen. Gegen den Fächerfärber kann ich sehr, sehr wenig machen. Der Fächerfärber ist sehr stark gegen die Doppler-Typen. Wieso lebt der noch? Ich habe ihn viermal getroffen, er hätte eigentlich tot sein müssen. Ja, und mein Mate brennt blind da rein. Wo waren das Schwarmraketen? Ich habe keine gesehen. Ich nehme dich mal einen Kill mit, ne? Ich war mal besser mit dem Löschdoppler. Ich war mal wesentlich besser. Die drei Verkämpfe machen wirklich erst dann Sinn, wenn ich jemanden hier habe, mit dem ich mich auch unterhalte. Weil du musst dich mit deinem Mate absprechen. Oh, wir verteidigen zur Abwechslung. Dann hoffe ich mal, dass es gute Mates sind. Ist ja wieder so warm, ne? Mein Ventilator carried. Ich bin nicht bei dir, falls du fragen willst. Ich stehe auf der komplett anderen Seite. Ich habe ein Schild aufgestellt, falls du ihn nutzen willst. Von hinten! Geh rein! Nein, du hebst das nicht auf. Den Lilanen habe ich. Einfach nur die Hämmer.
Den Blasertypen habe ich. Du merkst so hart einen Unterschied zwischen Angreifer und Verteidiger, ne? Also das ist auf jeden Fall eine sehr verteidigerfreundliche Map. Ja. Also als Angreifer hast du es auf der Map definitiv richtig schwer. Hinter uns! Bitte! Ja, ich hatte keine Tinte. Wie kam der Typ da überhaupt hin? Jetzt ist eher die Frage, warum der eine ihn nicht angegriffen hat, der direkt neben ihm stand. Der hatte definitiv Tinte, das habe ich gesehen. Der hat einfach nur nicht angegriffen. Ich verstehe nicht, wieso der eine das Teil jetzt nicht verteidigt hat. Der hat halt nicht mal ansatzweise versucht, den aufzuhalten. Nein. Betrug. Nein. 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 Ich halte sie gerade durchgehend auf. Lass die das nie einsammeln. Egal, wir haben gewonnen. Ich verstehe wirklich nur nicht, warum der eine den einen einfach aufheben hat lassen. Der stand direkt daneben, der hat ihn sogar angeguckt und ist einfach weggegangen. Man sieht sogar halt im VOD, der ist einfach weggegangen. Ja, ist halt schade. Ja, der Aspex, der ist einfach weggegangen. Einfach, Kämpfe sind auch scheiße. Wir sind bei den normalen Kämpfen jetzt, Leute. Die drei Verbrunden, die liefen nicht so wirklich gut. Mein Gott, warum kommt der eine Typ die ganze Zeit zu mir, um meinen Bereich zu färben, den ich schon am Färben bin? Wie punktegeil kann man sein, dass man den anderen das Färben nicht gönnen will? Und wo hat er mich bitte gekillt? Natürlich war der da, den ich schon eine halbe Stunde vorher angeschossen habe. Der hat sich so sehr darauf konzentriert, mein Zeug einzusorgen, dass er auf die Schauerwelle nicht mehr geachtet hat. Auch gut. Bin verreckt auf deinen Wunsch hin. Ich treffe den so häufig mit meinem Pinsel und da dringt nichts durch. Das ist auch wieder so typisch lächerlich vom Spiel. Da war nichts. Da war einfach nichts. Es war... Was war das wieder für eine Scheiße? Get aim mal, derjenige am Airbrush. So. Bin jetzt mal reingerannt und die töten alle. Und der Idiot, der geht natürlich bei denen in die Basis. Alter Schwede. Gefühlt haben wir immer Protz als Mates, ey. Ab und zu ja. Gefühlt immer. Wieso stirbt der jetzt nicht? Ey, der ist in meinem Pinselhaken drin und verreckt nicht. Er kriegt nicht mal Schaden.
Bring ich wieder zur Anzeige. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wir haben gewonnen. Ja, trotzdem Lex. Nein, das Spiel ist einfach nur asynchron. Kannst du es halt gar nicht gebrauchen. Ich würde vielleicht noch irgendwie gerne so einen 100x100er Kampf kriegen. Ich habe mal 10 Kampf gestern gewonnen, das muss reichen. Ja, das ist, kriege ich gefühlt jede Stunde hin. Oh, das ist eine gute Map für meinen Pumper. Ja, die ist okay. Hier kann ich gut sneepen. Ich werde das auch nicht mehr so genau färben, weil ich keinen Bock mehr darauf habe. Das ist ja immer das Gleiche. Während du halt die ganze, während man selber halt immer die ganze Basis färbt, währenddessen färben die schon die Mitte und dann kannst du halt schlecht wieder zurückkommen. Scheiße! Papa kommt ja schon. Ja, genau, er hat in dem Moment angegriffen. Ja, ja, klar. Ist doch klar. Ich dachte, ich wäre unter dem Ding sicher. Ich stand ja, auf der ich stand nur auf der falschen Seite, war das Problem. Ist auch normalerweise nicht. Verreck doch, ey. Ist einer bei uns drin, ne? Ich weiß, du kannst ihn doch holen. Nee, nicht im Nahkampf. Wo ist der? Im Nahkampf kannst du vergessen, dass ich die hole. Der ist doch weg. Ja, der ist doch tot. Was? Die Hassbombe hat wirklich einen getötet? Was denn, dass sie nicht wieder von der Seite kommen? Genau das habe ich befürchtet. Genau das hatte ich befürchtet. Genau das, was ich befürchtet habe, ist eigentlich. Jetzt gerade kämpfe ich mal zur Abwechslung. Aber mit dem Kalligrafen ist der Hafsprung echt eine starke Kombi. Ja, weil du ja in die Nähe damit kommst, ja. Und dann die verkloppen kannst. Ja, das lohnt sich richtig. Beim Kalligrafen lohnt sich das, bei anderen Waffen nicht. Es gibt eine Sniper, die das Ding hat, und da lohnt sich halt absolut nicht. Da musst du dich schon auf die Zugspitze hin Spider-Man oder wie man das nennt. Ja, und selbst dann bringt dir das nichts. Weil du zu weit von dir wegstehst. Warte, müssen wir schon wieder gegen? Ja, wenn wir nicht blau sind, dann weißt du, dass wir gegen das eigene Team kämpfen. Ich sag doch, die sind eingeschüchtert. Dann nehme ich sogar die extra Sekunden im Kauf zu warten. Dann sie gegen das eigene Team ist halt kaum was wert. Es gibt halt sicherlich Leute, die das anders sehen. Pro sind halt
abzukämpfen, aber... Ja, wenn das andere, wenn die anderen Teams halt nicht kämpfen, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende als Sieger beim Splatfest hervorgehst. Das kommt halt wirklich dadurch, dass die meisten viel zu schnell urteilen beim Splatfest. So denken, ja, das eine Team ist jetzt vorne, das kann man nicht mehr brechen. Das ist das komplett falsche Denkmuster. Doch, das kann man in jeder Zeit noch ändern. Also das Zwischenergebnis hat überhaupt nichts auszusagen. Erstmal bei denen in der Basis gewesen. Die haben an dieser einen Stelle gar nichts gefärbt, sehe ich gerade. Wenn du mal auf die Map schaust. Ich kann gerade nicht auf die Map schauen. Ja, ich sehe es. Doch, einer mit dem Roller rennt da gerade lang. Der eine mit dem Roller macht jetzt aus. Ich hab jetzt wie Shani in dem Bereich. Kommt meine Schauerwelle noch werfen. Mann ey, weißt du, war ich schon wieder nicht in dem scheiß Schild drin, ey. Ach du auch? Wieso kommen Gegner denn immer so leicht in den Schild bei mir rein, aber ich bei denen nicht, ey. Das ist doch ein Betrug. Weil du die aufhalten musst, bevor die in den Schild reinkommen und du das selten machst. Und die schon? Ja klar. Ich hab den einen Bereich, der ist noch immer da, den ich gefärbt habe bei dem. Ihr macht das nie. Ach komm, Alter, wo ist der Typ denn hingeflüchtet? Von Afrika nach Europa oder was? Haben die Pisser es wirklich noch geschafft zu gewinnen oder was? Das wäre es jetzt. Er ist halt wirklich so. Was? Okay. Was hast du immer für Probleme? Ich hab keine Probleme. Ich bin doch nur emotional. Du musst mal positiv denken. Ach, die Map. Let's go. Da, wo vorhin einer rausgegangen ist. Ich sehe hauptsächlich nur, wie wir gegen unser Team heute kämpfen, ne? Also, ich sehe, ne, außer bei den Dreifachkämpfen habe ich jetzt selten gesehen, dass wir gegen ein anderes Team gekämpft haben. Da werden wir wohl auch die meisten Stimmen haben. Nee, ich denke, dass hier dieses Denkmuster wieder war. Ja, die sind gerade vorne, das können wir doch eh nicht mehr besiegen. Glaube nicht. Das ist nämlich meistens der Problemfall, warum das ein oder andere Team verliert. Selbst wenn die noch vorne waren. Also selbst der Feuerkracher kann den Krabbenpanzer nicht besiegen, ey, das ist doch so Quatsch, ey. Und da ist wieder ein weiterer Daumen. Schon nicht schwer. Ey, das war meiner.
Wieso hält mich schon wieder so ein bisschen Tinte auf, ey, das Spiel gehört... So kleiner Fleck mal wieder. So ein ganz kleiner Fleck. Als würdest du einen Tropfen von der Cola verschütten. So ein kleiner Fleck ist das. Ey, die Cola-Flecken kriegt man schlecht raus. Boah, ich hab viel schneller geschlagen, ey. Okay, es war eine Galgo, da bin ich. Da bin ich zufrieden, dass ich mitgenommen habe. Bei Galgon zu besiegen, da gehört schon was zu. Das war's für den. Jetzt gerade läuft richtig gut. Ich werde mit dem Pektapumper gerade richtig warm. Jetzt hatte ich keine Dinge mehr. Ja, es läuft tatsächlich gut. Aber jetzt hast du es gejinkt, jetzt gleich wird es wieder scheiße laufen. Danke, Shiny. Was willst du von mir? Ich lebe doch. Ich habe gerade nochmal drei Leute hintereinander getötet. Guck dir mal meine Kill-Bilanz an. Ich meinte gleich. Nach dieser Runde. 61%. Jetzt gleich richtig scheiße laufen, weil du es gesagt hast. Erster Platz halt. Gesamtleistung. Die Runde habe ich abgeliefert. Ja. Guck dir meine Kill-Bilanz an mal. Dann verstehst du, wovon ich rede. Ich habe 9 Kills gemacht. 9-0, das ist ja. Ja, da hast du was. Hattest du nicht so eine Regel, wenn ich überhaupt nicht sterbe, was auszugeben? Das habe ich nur, wenn ich es angekündigt habe. Ich bin nicht einmal gestorben und habe 9 Kills gemacht. Das ist eine Glanzleistung von mir. Einmal in 100 Fällen schaffst du das. Ich bin innerhalb der gesamten Runde nicht einmal gestorben. Ey, wenn du es halt nicht tust, dann tue ich es. Und belohne mich für diese Leistung. Jetzt will er noch Geld von mir. Junge, ich muss die Punkte sparen, ey. Gut, natürlich. Können wir mal, ja, können wir mal gegen anderes Team kämpfen, außer gegen unser eigenes? Junge, ich hab den Typen so oft mit der Scheiße getroffen, ey. Mit dem... Ach, dem Pinsel, ey. Weißt du, der Typ hat einfach unendlich Leben. Mit dem Hammer. Du kannst ihm von vorne nur keinen Schaden machen. Doch, das geht. Das ist... Ich hatte den Hammer hinter mir gesehen, da habe ich gar nicht erst versucht abzuhauen. Weil du kannst wenig dagegen machen, wenn du den Hammer schon hinter dir sehen kannst. Kannst du versuchen wegzuschwimmen, aber das wird dir nichts bringen. Vor dem Hammer gibt es keinen Entkommen. Ja, klar, der Typ mit dem Roller, also wenn ich mit dem Pinsel laufe, ist er trotzdem schneller. Ja klar, während er steht. Das ist ja interessant. Auch eine typische Unwahrheit im Spiel. Der Typ ist, da ist ja eine scheiß Blaster. Wie der Typ trotzdem abhauen kann, während die Baller. Ich finde das immer so grandios, die Leute. Weißt du, das Spiel Desync hat? Nichts mit Desync. Und bei mir klappt es ja nie. Das klappt bei mir nicht, aber bei den anderen schon.
Ice Checks Bombe. Nein. Da will einer übrigens bei uns hoch. Ich konnte noch einen Feuerkracher werfen. Ich vergesse die Feuerkracher immer. Wie erster Platz Gesamtleistung? Das bezweifle ich. Bei den Kills wahrscheinlich, aber... Nee, gerade bei den Kills würde ich sagen nein und bei dem anderen ja. Also mit dem Färben, der Färben, der kann da gar nicht. Also wie gesagt, gefühlt auch Pistolen können gefühlt immer besser färben von den Punkten her. Der Penta-Pumper kann richtig extrem färben. Da wundert es mich nicht, dass ich da die Bestleistung habe. Mich wundert es eher bei den Kills, weil ich eigentlich nicht so gut abgeliefert hatte. Okay, ich habe die meisten Kills im Team und wie gesagt, Färben... Nee, Gesamtleistung kann eigentlich nicht stimmen. Der hat 1050, der eine da, und ich habe nur 929. Da stimmt was überhaupt nicht. Ich bin hauptsächlich reingerannt. Ja, ich mit dem Pumper stehe ich sowieso weit hinten, aber allein schon der normale Schuss, der färbt so extrem schnell. Also der Pumper, der färbt richtig extrem schnell. Das ist halt mein Zehnkampf. Kriegt da sogar eine Muschel für, das finde ich jetzt interessant, ne? Ja, man kriegt da mittlerweile generell eine Muschel. Die haben ja komplett irgendwie alles verändert. Seit dem letzten Mal. Keine Ahnung, wann sie es getan haben, aber sie haben extrem was verändert. In den Schädel entfernen ist für mich keine Schwierigkeit. Ich kann genau auf das Ding ziehen, wo die Schwachstelle ist. Boah, jetzt hat er wieder 1000. Ey, die Leute, die 1000 Leben haben, das regt mich immer auf, ey. Ich hab Dark Rula mitgenommen. Dark, es gibt jemanden, der dich nachisst. Nur ist er auch immer ein Dracula und kein Vulkan. Ist ja schön, wenn ich Dracula wäre. Ja, aber wir haben einen Dracula. Also Dracula, um ganz genau zu sein. Ach ja, ich liebe es zu kämpfen. Als andere auch Mama. Komm runter, mein Freund. Hab ihn. Wie schlecht war der Typ, ey. Ja, beide dagegen soll ich euch abgeköpft. Ich hab abgestaubt. Wenn, ich hab gar nichts gemacht. Also, ey, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Junge, wie kann der Typ... Ja. Junge, kann der... Weißt du, die anderen können abhauen, aber ich kann nie abhauen, ne? Das ist so dumm, ey. Ich konnte meine Schauerwelle noch werfen. Ich habe gesehen, dass der mit der Nautilus auf mich gezielt hat und schnell die Schauerwelle noch geworfen. Oh, Junge. Aber im Ernst, wenn ihr euch halt beide gegenseitig abhemmt, ich gönn mir. Der wusste nicht mal, dass ich da bin. Oh, was? Oh, ich war einfach in einem Gegner drin.
Läuft doch. Hat das Spiel jetzt ernsthaft gewartet, bis der Schild weg war? Ja. Wie die Katzen immer da liegen, wenn sie kaputt sind, ne? Ja. Die sollte man vielleicht mal ein bisschen weniger füttern. Diese Katzen haben ein bisschen Übergewicht. Also, es kommt doch nicht nur mir so vor, als ob diese Katzen zu sehr gefüttert werden, oder? Meine Katze ist jedenfalls nicht so kugelrund. Also, die Typen sind nicht auf Diät, das kann ich dir sagen. War das Team Strand? Das ist die wichtige Frage. Ich glaub wohl. Gelb ist Strand. Müsste Strand sein. Nee, gelb ist was anderes. Gelb ist Palast. Dann kann es nicht der gewesen sein. Weil ich habe dabei gelesen, dass die Hässlichkeit Team Strand spielt. Aber was hat er. War er das aber mit der Katze oder wer? Nein, das war ein anderer. Okay. Den hatte ich nur einen einzigen Stream mit und der war danach bei mir gebannt. Und um das dir zu erklären, Grofi, ich hatte mal mit jemand namens Goose, Mindy King, oder auch Goose, die genannt, mal gestreamt und mit dem hatte ich einen übelsten Streit, zusammen mit einer anderen Person. Ja, Moment. Und deswegen hat mich der Name allein extremst aufgeregt. Deswegen ja auch, dann auch einfach beleidigen, ohne dass ich zensiere. Ich muss dringend irgendwann noch so ein Infovideo einfach machen, wo man das dann einfach sehen kann. Ist aber nicht gezwungen für. Ja, aber wäre, glaube ich, mal nötig. Das ist halt auch so ein Grund, warum ich mich ja bei Collapse sehr, sehr, sehr stark zurückhalte. Warum den Hammer nicht mal instant werfen, ne? Ah, verdammt. Ganz links ist einer. Ach, nevermind, der wurde gerade umgenietet. Ich glaube, ich in solchen Situationen keine Muni mehr. Im Übrigen, wer Goose Goose Duck oder Among Us bei mir gesehen hat, der weiß, dass ich auch mal nachtragend sein kann, ne? Je nachdem, um was es geht. Ich wollte gerade sagen, Kollege, den Kampf verlierst du. Ich habe einen Sniper, du nicht. Ich habe zwei mit dem Hammer mitgenommen und bin einfach in deren Base damit rein. Den Hammer habe ich gut genutzt. Siehst du die gerade Linie da vorne? Die habe ich gezogen. Nee, leider jetzt nicht, weil ich jetzt nicht auf die darauf achten kann. Ja, komm, das haben wir gewonnen. Ich meine, uns gehört die komplette Mitte.
gehört alles uns. Ey, wir haben wenigstens die wichtigen Kämpfe heute gewonnen, ne? Die, ja, das zählt doppelt. Oder zehnfach. Also haben wir heute ja mehr gewonnen als verloren. Ey, wir haben in einem Stream mal über zwei Streams verteilt, drei Zehnerkämpfe gewonnen. Das ist auch was. Das ist eine große Leistung. Gerade für dich, Scheine. Und einen davon habe ich sogar solo gewonnen. Ja, ich habe 4 Supermuscheln. Schön. So 2, 3 Runden noch, dann ist für heute übrigens Feierabend. Ich habe noch nie alle Supermuscheln gehabt. Ich auch noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert. Ob der 300er Kampf kommt oder ein. Ich glaube, du kriegst dann irgendeine Spezialrüstung. Ich kann das ja gleich einmal nach der nächsten Runde googeln, wenn du willst. Weißt du, was mich freut? Wenn ich weiß, es ist Schadenfreude irgendwo, aber dass er seitdem halt nicht mal ansatzweise irgendwie Fortschritte beim Kanal gemacht hat. Die Person, mit der ich Beef hatte. Ich weiß, es ist Schadenfreude, aber ganz ehrlich, das, was der abgezogen hat, das war so mega scheiße. Da vergieße ich keine Träne für ihn. Und eine Sie ist erfolgreicher geworden. Keine Ahnung, wir haben mal 10 Kampf, der ist 10 Muscheln wert. Ja, jetzt haben wir. Du hast gerade mal 10 Kampf, hab ich verstanden. 100er! Jetzt, komm, Dark, diesmal muss der Herrn spielen. Oh nein, warum nicht auf der anderen? Ja, die andere Map wäre tatsächlich besser. Luna Blaster hier rumdudeln. Also ich habe Vorteile. Ich kann hier gut Leute annehmen. Vor allem nämlich kann ich ja meine Pfeile über die Deckung drüber schießen. Schade, ich dachte, ich erwische den mit dem Hammer, wenn ich da mit dem Blumenhammer reinhalte. Aber der Ultrahammer ist natürlich mal wieder. Ich weiß, wer ist gerade an dem Teil gestorben? Ach, keiner von uns, okay. Ich habe ihn auf jeden Fall gerecht, der gerade gestorben ist. Ich werfe einfach instant den Hammer. Ach, da hat noch einer an dem Pentapumper. Aber ich nutze ihn besser. Sag, ich helfe dir. Danke. Achtung, Hammer! Daneben! Ich habe ihn zwar nicht ganz getroffen, aber ich habe ihn. Naja, ich habe ihn mitgenommen. Muss reichen. Wenn wir jetzt auch noch den mal 100 Kampf gewinnen, dann haben wir den heutigen Abend gewonnen. Dann kann man mir erzählen, was man will. Wir haben dann den heutigen Abend gewonnen. Die Granate ihn vor die Augen geschnitten. Aufpassen, Shining. Ja, ich hab die Pfeile gesehen, ich wollte ihn aber wenigstens noch mitnehmen. Ich kann die Feuerknacker nicht werfen, wenn. Ist immer schön, irgendwo hinzukommen und dann irgendwas da schon stecken zu sehen, ne? Scheiße! 6 Luma Blaster! Jetzt. Sag niemals nie, Dark. Doch, das wird was. Doch, das ist ein Sieg.
Egal was man sagt, wir haben zwar die Hälfte beider Streams verkackt, aber hier kann man einfach sagen, wir haben den heutigen Abend gewonnen. Besser wird's nicht mehr. Der schreit nach einer Fotosession. Ja. Ich glaube, ich spiele gleich noch ein bisschen Splatoon, um die 10er Muschel zu holen. Ich weiß nicht, haben wir da auch gleich gerade eine Muschel bekommen? Oder? Müsstest. Also wenn da irgendein spezieller Kampf ist, dann kriegst du eigentlich immer Muschel. Ruf, dann gehe ich halt in eine andere Richtung. Sag mir doch, dass du da lang willst. Werfen nur Klecksbomben, die Schweine, ey. Ich hoffe, das musst du nicht zensieren. Schwein ist jetzt keine krasse Beleidigung. Hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ist ein Tier, ist doch keine Beleidigung. Niemand hat, dass ich nicht die Feuerkrache. Ach verdammt, ich war halt von ihm weg und bin in eine Klecksbombe reingerannt. Ich hab dir mal geholfen. Oh, dieser Hund hat da gekämpft. Hat auf mich gewartet. Durch gegenseitig getötet? Nö, nee, ich hab überlebt. Das war nicht schlecht von dem. Ich habe ihn zwar gesehen, aber er hat mir eigentlich so eine Klecksbombe hinten reingeschmissen. Und ist die letzte Runde auch noch eine gute Runde? Ja, die müssen wir gewonnen haben. Ich habe den Hammer gegen Ende Kacke genutzt. Ach, warum hätte die letzte Zeit nicht auch eine 5 sein können? Das wäre so eine schöne Zahl gewesen. So, jetzt muss ich aber Fußball gucken. Ach, den? Ach, Kuf, gibst du Faust, aber mir nicht! Ja! Yeah! Ich sehe das, nimm das persönlich, Dank. Ja, gibst du nicht die Faust, aber Kuf, gibst du sie sofort. So Leute, es ist Zeit für eine Fotosession. Dann seht ihr auch, hört ihr auch die Musik für den heutigen. Weil heute ist wieder eine spezielle Musik draußen. Statt. Jetzt muss ich Fotosession machen gehen. Ab auf den Schrein mit uns. So hat er mir aber auch Discord jetzt zugemacht. Genau die Pose. Namen einblenden, alles andere ausblenden. Obwohl Datum darf drin sein. Guck mal, da sind unsere Gewinner.
Also der eine passt bildlich nicht rein, aber guck mal, was für eine Freude die haben. Die haben sich den heutigen Victory mehr als verdient. Ne? Ich finde auch die Musik, die für heute ist, also die abgeänderte Version von den einem Song, richtig cool. Die ist viel festlicher als die andere. Ja gut, ich zoome mal ein bisschen raus. Wir bleiben auf dem Bildschirm. War doch ein erfolgreicher Abend. Also, man kann sich nicht beschweren. Haben gut gegen Ende nochmal abgeliefert. Haben mehrere 10er-Kämpfe und sogar einen 100er-Kampf war das nur. Ja, auch noch gewonnen. Ich würde sagen, auch wenn wir viele von den normalen Runden verloren haben, haben wir trotzdem gewonnen. Weil 3 10er und 100er Kampf, das ist viel wert. Ja, an der Stelle hoffe ich, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Ne? YouTube sage ich einfach mal, euch sehe ich nach dem Endergebnis wieder. Hoffentlich ist das auch so schön ausgefallen zu dem Zeitpunkt dann, wie die Stimmung hier gerade ist. Euch bis gleich. So Leute, das war das Ergebnis des Blättfestes. Team Strand hat gewonnen. GG an Team Strand. Sind zumindest nicht letzter geworden. Damit kann man leben. Man merkt einfach, wie viel die richtigen Runden ausmachen. Also die machen ja wirklich mehr als die Hälfte aus. Weit mehr als die Hälfte. Da sind Stimmen und Tritonshörner eher nichts dagegen. Aber hey Leute, Team... Vergnügungspark wurde Zweiter. Kann man mit leben. Hauptsache Team Palast hat nicht gewonnen. Hab persönliche Gründe dafür, dass ich das sage. Die ich jetzt nicht bedingt erklären muss. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem Splatfest. Wenn ja, ein Abo und ein Like hier auf YouTube da lassen. Und ein Follow auf Twitch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich mal ciao und bis dann.